Ja, in diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 24b an. Wir sollen hier also die relativen Extremwerte der Funktion bestimmen. Das ist fxy gleich 4 mal x minus 2 mal y² plus 10y plus 3x hoch 3. Das erste, was wir wieder machen, ist, dass wir die Ableitung bilden. Also fx. Wir haben hier nicht die Produktregel, weil wir ja nur eine Funktion von x haben. Wir haben nur x minus 2 hier abzuleiten. Da kommt 1 raus, wenn wir das ableiten nach x. Also steht da 4 mal y² plus 10y. Und hinten haben wir 3x hoch 3 abzuleiten. Das heißt 9x². Dann leiten wir das nochmal nach x ab. Jetzt steht hier vorne kein x mehr mit drin und 9x² nach x abgeleitet ist einfach 18x. Gut, dann leiten wir nach y ab. Y² plus 10y abgeleitet ist 2y plus 10. Den konstanten Faktor 4 mal x minus 2, den nehmen wir mit. Und dann leiten wir das nochmal nach y ab. Den konstanten Faktor 4, x minus 2, den können wir mitnehmen. Und bei 2y plus 10, die Ableitung ist 2, also haben wir da stehen 8 mal x minus 2. Gut, dann haben wir noch die gemischte Ableitung. Da hatten wir gerade schon im Video davor gesagt, dass die nach dem Satz von Schwarz bei unseren Aufgaben immer gleich ist, ja, gleich sind. Das heißt, fxy gleich fyx. Wir leiten also die Funktion von x nochmal nach y ab. Das heißt, y² plus 10y sind 2y plus 10 mal die 4, die davor steht, als konstanter Faktor. Okay, dann damit haben wir die Ableitung fertig. Jetzt kommen wir zu den notwendigen Bedingungen. Das heißt, fx gleich 0 und fy gleich 0. Wir bekommen hier wieder ein nichtlineares Gleichungssystem. Wir setzen jetzt erstmal fx gleich 0, das heißt hier 4 oder fy, fangen wir mit fy an. 4 mal x minus 2 mal 2y plus 10 gleich 0. Warum habe ich mich jetzt hier für fy entschieden? Wir haben schon in Mathe 1 gelernt, wenn ein Produkt gleich 0 ist, dann kann man jeden Faktor einzeln gleich 0 setzen. Ja? Das heißt, hier kann ich sofort berechnen, wann diese Gleichung 0 ist. Und zwar, wenn x minus 2 gleich 0 ist. Oder wenn 2y plus 10 gleich 0 ist. Und das heißt, für x gleich 2 oder für y gleich minus 5 ist diese Gleichung 0. Ja, das war fy. Schreibe ich vielleicht nochmal davor. Und jetzt schreiben wir fx noch hin. fx gleich 0, also 4 mal y² plus 10y plus 9x² gleich 0. Ja, diese Gleichung ist nicht so schön wie die von fy, weil wir haben hier eine Summe. Ja, oben hatten wir ein Produkt, da konnten wir jetzt, wie gesagt, problemlos sagen, jeder Faktor 1 ist gleich 0. Wir können die möglichen x- und y-Werte bestimmen. Hier ist es deutlich schwieriger, weil wir eine Summe haben. Was wir aber auf jeden Fall jetzt machen können, ist, wir nennen das erstmal Gleichung 2. Wir wissen ja, die erste Gleichung ist nur dann erfüllt, wenn entweder x gleich 2 ist oder y gleich minus 5. Die müssen nicht beide, also es muss nicht gelten x gleich 2 und y gleich minus 5, sondern entweder ist x gleich 2 oder y gleich minus 5, dann ist die erste Gleichung erfüllt. Jetzt ist die Frage, für welches y ist denn die zweite Gleichung erfüllt, wenn x gleich 2 ist? Ja? Also wir setzen x gleich 2 in die zweite Gleichung ein und schauen mal, was da steht. Dann steht da nämlich 4 mal y² plus 10y plus 9 mal 4, also plus 36, gleich 0. Das ist eine quadratische Gleichung. Teilen wir die noch durch 4, damit wir die BQ-Formel anwenden können. Dann steht da y² plus 10y plus 9 gleich 0. Ja, dann wenden wir die PQ-Formel an, also y1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus 10 halbe, also minus 5, plus minus Wurzel p halbe zum Quadrat, 25, minus q, also hier minus 9.
Gut, dann haben wir hier stehen minus 5 plus minus Wurzel aus 16, das ist 4. Also für y 1 gleich minus 9 oder für y 2 gleich minus 1 wird das gelöst. Ja, also die erste Gleichung ist 0, wenn x gleich 2 ist. Die zweite Gleichung für x gleich 2 und y gleich minus 9 oder minus 1. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte. Ja, schreiben wir auch gleich auf. Natürlich müssen wir auch noch gucken, was passiert denn, wenn wir y gleich minus 5 in die zweite Gleichung einsetzen. Dann steht da 4 mal minus 5 Quadrat ist 25. 10 mal minus 5 ist minus 50, also 25 minus 50 sind minus 25. Plus 9x Quadrat gleich 0. Stellen wir nach x Quadrat um. Dann steht der x Quadrat ist gleich 4 mal minus 25 minus 100 auf der anderen Seite sind 100 durch 9. Ja, dann kriegen wir x raus, indem wir die Wurzel ziehen. Also x gleich plus minus Wurzel von 100 Neuntel, das sind 10 Drittel. Gut, damit haben wir jetzt folgende Punkte. Wir können gucken uns einmal den Punkt 2 minus 9 an, dann den Punkt 2 minus 1, das haben wir gerade ja schon besprochen. Und dann kriegen wir noch zwei weitere Punkte. Und zwar haben wir ja gesagt, wenn y gleich minus 5 ist, dann ist die erste Gleichung erfüllt. Wenn y gleich minus 5 und x gleich plus oder minus 10 Drittel ist, dann ist auch die zweite Gleichung erfüllt. Also wissen wir, 10 Drittel minus 10 Drittel minus 5 und 10 Drittel minus 5. Das sind also unsere vier Punkte, die wir jetzt auswerten wollen. Mit der hinreichenden Bedingung. Ich schreibe es nochmal auf. Das war ja die Determinante der Hesse-Matrix. Also fxx mal fyy minus fxy zum Quadrat größer 0. Ja, immer dann liegt ein Extremwert vor. Okay, fangen wir an mit dem Punkt 2 minus 9. Auch hier mache ich so, dass ich jetzt dann nicht mehr fxx von 2 minus 9 schreibe, sondern das soll hier einmal vorstehen und dann soll das für alle gelten. Ja. Okay, dann setzen wir ein. Wir setzen jetzt f in die Gleichung fxx, also hier in 18x hier oben, in fyy 8x minus 2 und in fxy, also gemischte Ableitung, setzen wir jetzt den Punkt 2 minus 9 ein. Und bekommen für fxx 36, für fyy den Wert 0, für fxy minus 32. Dann setzen wir das ein, dann steht da d ist gleich 36 mal 0 minus minus 32 zum Quadrat. Das ist ein Wert, der auf jeden Fall kleiner ist als 0. 32 Quadrat ist 0 minus 32 Quadrat ist sehr klein. Negativ auf jeden Fall. Und wenn das d kleiner 0 ist, dann haben wir einen Sattelpunkt an der Stelle 2 minus 9. Und den zugehörigen z-Wert, den bekommen wir, indem wir hier in die Ausgangsgleichung einsetzen. Ja, wir setzen jetzt also den Punkt 2 minus 9 hier in die Gleichung ein. Und bekommen dann den z-Wert von 24. Ja, und das gleiche machen wir jetzt noch für die anderen Punkte. Also einmal für 2 minus 1. Da haben wir dann fxx gleich 36, fyy gleich 0 und fxy gleich 32. Wenn wir das jetzt hier unten einsetzen, dann macht der Unterschied, ob da plus 32 oder minus 32 steht, ändert sich ja nichts dran. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Sattelpunkt bei 2 minus 1 und der z-Wert ist 24. Okay, dann setzen wir noch die anderen beiden Punkte ein. Das ist minus 10 Drittel minus 5. Hier ist fxx minus 60, fyy
minus 128 Drittel und fxy ist 0. D ist damit minus 60 mal minus 128 Drittel minus 0 Quadrat. Negative Zahl mal negative Zahl ist eine positive Zahl. Das ist auf jeden Fall größer als 0. Dann schauen wir uns fxx an. Das ist minus 60, dann mit kleiner als 0. Und damit haben wir ein Maximum an der Stelle minus 10 Drittel minus 5. Ja, immer wenn fxx kleiner 0 ist, dann ist ein Maximum. Wenn es größer 0 wäre, dann wäre es ein Minimum. Der z-Wert der Zugehörige ist 3809. Okay, dann noch für den letzten Punkt, für den Punkt 10 Drittel minus 5, fxx gleich plus 60, fyy ist 32 Drittel und fxy ist gleich 0. Dann setzen wir ein, das ist 60 mal 32 Drittel minus 0 Quadrat, größer 0, fxx. Schauen wir uns an, 60 ist größer 0 und damit haben wir ein Minimum bei 10 Drittel minus 5. Wieder in die Ausgangsgleichung eingesetzt, kriegen wir als Z-Wert minus 209. Okay, wir haben gesehen, dass das nichtlineare Gleichungssystem von dieser Aufgabe deutlich von der abwich, die wir davor gemacht haben. Ja, bei der Aufgabe davor, da hatten wir eine Gleichung nur mit x, eine Gleichung nur mit y und die haben wir separat voneinander ausgewertet. Hier haben wir sowohl in fy als auch in fx einen x-Wert und einen y-Wert. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann nach einer Variable auflösen, die in die andere Gleichung einsetzen, um das zu lösen. Hier in dem Fall war es so, dass wir ein Produkt gleich 0 hatten, wo wir jeden Faktor einzeln gleich 0 setzen konnten, zwei Lösungen bekommen haben für die erste Gleichung, diese beiden in die zweite einsetzen konnten und damit alle hier möglichen vier Lösungen bekommen.